Hallo liebe Filmfreunde, liebe 3D-Fans, willkommen hier bei 3D Ray. Ich habe mir heute mal The First Avenger Civil War in 3D angesehen. Der läuft hier gerade noch ein bisschen bei mir. Ja, in der ersten Stunde war nicht allzu viel von 3D zu sehen. Wir haben zwar zwei, drei kleinere Pop-Out-Effekte. Die Tiefe sieht hier an einigen Stellen auch ganz ordentlich aus. Mehr war aber hier nicht zu sehen. Dann geht's hier raus auf den Leipziger Flughafen. Ja, da wird es dann richtig schön, denn man öffnet das Bild, sprich man geht von 21 zu 9 auf Vollbild 16 zu 9 Format. Ja, das ist die typische IMAX-Szene und das macht dann hier wirklich richtig Spaß. Zwar haben wir auch hier nicht allzu viele starke Pop-Outs, trotzdem haben wir dann hier so 5, 6 kleinere, die uns hier so ein bisschen entgegenkommen, aber die Tiefe sieht hier wunderbar aus. Wie gesagt, das Ganze dauert dann etwa 10 Minuten, dann ist das Ganze auch schon wieder vorbei und wir haben wieder die schwarzen Balken, sprich im 21 zu 9 Format. Ja, und das ist dann so wie in der ersten Hälfte des Films leider auch. Hier passiert nicht mehr allzu viel in 3D, wir haben dann keine Pop-Out-Effekte mehr wirklich, auch die Tiefe ist nur so ein bisschen vorhanden. Ja, von daher muss man den Film fast schon auf diese 10 Minuten begrenzen, also was das 3D natürlich betrifft. Und dafür finde ich es ein bisschen zu wenig, ehrlicherweise. Mittlerweile gibt es so viele schöne 3D-Filme. Ich denke mal, hier kann man an der Stelle ruhig mal wieder sparen und sich die 2D-Version ins Regal stellen. Gerade vielleicht beim Thema 4K ist das bestimmt eine bessere Alternative als die 3D-Version. Von daher reichte diesmal die 2D-Version. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis demnächst. Euer 3D-Ray.